Die kalte Jahreszeit hat begonnen und damit kommen tausende Termine. Hast du den Überblick und hast du den Mut, auch Nein zu sagen? Darum geht's heute in meinem Live. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. In Wien hat's gerade ja, bin ich abgefroren. Es wurde jetzt wirklich kalt. Wir hatten jetzt am Wochenende teilweise um die 10 Grad, wirklich kalt und meistens mit diesen vielen, vielen Veränderungen im Herbst hinein, wenn es kühler wird, wenn die Schulzeit wieder anfängt, dann starten so die letzten Wochen durch, wo wirklich super viel zu tun ist, super viel los ist, wo tausend Termine auf einen einprasseln, egal ob es ja, Projekte sind, die vielleicht schon das ganze Jahr so ein bisschen dahin wabern, sozusagen. Im Herbst haben wir den Anspruch, alles noch fertig zu machen, weil das Jahr, das wird ja jetzt dann bald fertig werden. Es sind nur noch wenige Monate, eigentlich sind so 3 Monate, dann beginnt eh schon die Weihnachtszeit und diese Weihnachtsstimmung. Also es sind noch 3 Monate, wo man voll aufs Gas drücken kann. Und jetzt bekommen irgendwie alle Stress. Und da ist es wirklich die Challenge von dir auch, diesen Stress nicht so ganz an dich ranzulassen und auch Nein zu sagen. Und genau darum soll es heute gehen in meinem Live am frühen Morgen, um das Thema Nein sagen. Denn wenn so viele Termine kommen und die Person will noch was von dir und eigentlich soll das Projekt noch zu Ende gehen und das soll noch fertig gemacht werden und du sagst zu einem Ja, dann stapelt und stapelt und stapeln sich die To-Dos und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und du wirst so, oh nein, ich will nicht, ich sehe mich nicht mehr aus. Und oft gelangen wir dann ins Funktionieren, in dieses, ich spüre mich nicht mehr, weil ich arbeite nur noch ab und bin wie so eine Maschine oder ein Roboter. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Oder, ja, oder und, man hält nur noch aus. Also man fühlt sich nicht mehr wohl, man ist frustriert, in die Arbeit zu gehen und man haltet einfach nur noch aus. Man beißt die Zähne zusammen so und ist dann nur noch im Abarbeitungsmodus. Und heute möchte ich dir mitgeben, einfach mal kurz innezuhalten und zu schauen, was musst du denn wirklich machen in der Woche? Was sind denn deine Top 3 Themen diese Woche? Und wenn du die klar hast, dann wirklich klar auch zu den anderen Nein zu sagen. Auch wirklich zu sagen Nein. Und dieses Nein sagen, das fällt uns total schwer. Meistens sind es Frauen, die auch zu mir kommen mit diesem Thema Nein sagen. Es ist wirklich nicht einfach, aber ich möchte es dir heute einfach machen. Denn Nein ist ja nicht gleich Nein. Also du kannst Nein sagen, dann sind die anderen vielleicht zu, die sagt einmal nein, boah, das ist jetzt für mich aber seltsam und mit dem kann ich gar nicht umgehen. Aber du kannst auch Nein sagen, indem du zum Beispiel einen anderen Zeitpunkt angibst, ja, dass du sagst, okay, ich mache das nicht bis Ende der Woche, sondern erst in 2, 3 oder 4 Wochen. Also den Zeitpunkt zu verschieben. Dann hast du auch die Möglichkeit, wenn du das mit dem Zeitpunkt nicht schlau findest, auch zu sagen, hey, ich reduziere den Umfang. Ja, also ich mache vielleicht nicht so viel. Also die Menge zu reduzieren. Oder aber für uns Perfektionisten, du hast die Möglichkeit, an der Qualität zu schrauben und zu sagen, okay, wie wichtig ist denn das jetzt von der Priorität her? Wie viel Qualität muss ich denn hier wirklich erbringen? Reicht vielleicht hier 80%? Oder vielleicht sogar mal 60. Weil mein Qualitätsanspruch ist eh so hoch, dass es für die anderen 80% auch noch ausreichend ist. Also du siehst schon, wir haben schon 3 Teile. Wir haben den Umfang, wir haben den Zeitpunkt und wir haben die Qualität. Und dann ist noch der 4. Punkt, musst du es wirklich selber machen. Ist es wirklich ganz konkret deine Aufgabe oder kannst du einen Kollegen oder eine Kollegin um Unterstützung bitten? Dich bei diesem speziellen Projekt, bei dieser speziellen Aufgabe zu unterstützen. Das können ja Kleinigkeiten sein, ja?
wie ein Telefonat, eine E-Mail, eine Abstimmung, eine Organisation durchzuführen. Das können aber auch große Themen sein, wie ein Teilprojekt vielleicht doch jemanden anderen durchführen zu lassen und nicht du selbst. Nimm dir jedenfalls Zeit, heute auch mal oder die Woche, um so eine Art Bestandsaufnahme zu machen, um reinzuspüren, was musst du denn wirklich machen und nicht nur musst, sondern was möchtest du auch wirklich machen? Und inwiefern unterscheiden sich diese beiden Bereiche? Und dazu möchte ich dich heute einladen. Einladen möchte ich dich, dass du mal in dich reinspürst, was ist denn wirklich notwendig? Was möchtest du wirklich machen die Woche? Und in diesem Sinne, ich gebe dir jetzt nochmal die vier Bereiche mit. Du kannst reduzieren beim Umfang, du kannst reduzieren in der, also in der Menge, in der Qualität, 80-20-Regel, die hatte ich schon mal in einem anderen Live. Du hast die Möglichkeit zu delegieren, ja, also jemanden anderen weiterzugeben, die Arbeit. Oder der vierte Punkt, du hast die Möglichkeit, dieses Projekt oder diese Aufgabe zu einem anderen Zeitpunkt durchzuführen. Es liegt an dir. Gestalte dein Arbeitsleben. Und wenn du das Gefühl hast, du gehst dennoch unter in diesem Stapel an Aufgaben, dann weißt du, wo du dich melden kannst und weißt du, wo du Unterstützung bekommst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Thanks God it's Monday. Hab Freude beim Nein sagen. Alles Liebe, deine Marie.